Ja, es ist ein bisschen die Hoffnung, dass dann alles aufgeht, so wie wir das geplant haben. Aber wie gesagt, da spielt Erfahrung mit der Rolle. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Und gleich haben sie am letzten Fest, am Sonntag, noch müssen gehen, neue Treberwürste suchen, weil alle Treberwürste schon ausverkauft waren. Genau. Also, dass auch das passiert. Und dann schaut man, tut man sich helfen untereinander und geht dann halt an HB schauen, ob es noch irgendwo Treberwürste zur Verfügung hat. Ja, wir arbeiten eigentlich das ganze Jahr auf den Moment drauf hin. Es heisst wirklich, dass alle zusammen Hand anlegen. Und es ist eigentlich auch schön zu sehen, dass dann wirklich an den Leuten auch wichtig ist, dass nur die besten Trauben in den Keller kommen. Ich habe im Quartiersbeck in Frankenthal einen Flyer gesehen damals und habe gedacht, ja komm, also eigentlich fühle mich hier unglaublich wohl im Quartier und da kann man ja auch ein bisschen was zurückgeben und da mal vorbeischauen, ein bisschen helfen und das ist ja kein Riesenaufwand oder kein Riesen-Act in dem Sinne als Helfer. Ich habe angefangen, mir die Zeit rauszunehmen, um wirklich auch das Fest zu geniessen, dass du nicht nur am Fest selber auch immer noch am Arbeiten bist und machen tust, sondern wirklich kannst schauen. Und ich meine, das ist dann nachher so wie der Lohn, oder? Für das machst du es, oder? Dass wirklich die Leute, eigentlich die Hönker und so, wirklich Freude haben, oder? Ich finde es super, dass wir miteinander angefangen haben und dass wir jetzt das mal miteinander aufhören. Du hast zwar immer angetönt, du wettest gern, aber hast dich jedes Mal überzeugen, nein, ich mache es nochmal mit dir. Der einzige Wunsch, den ich habe, wenn ich abtrete, dass wirklich das Hönkerwümmerfest weitergeführt wird, weil das ist nicht vorstellbar, kein Hönkerwümmerfest mehr.